Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet. Wir sehen hier schon unseren Zielfisch heute, denn wir wollen heute auf den Flachkopfwels in Trophäengröße gehen. Hat ja einer von euch in den Kommentaren vorgeschlagen, nachdem ich das letzte Mal gefragt habe, was ich zeigen soll. Gut, die Flachkopfwels, den haben wir schon gesehen gehabt bei den Alligatorhechten, die wir hier gefangen hatten. Beziehungsweise bei den Knochenhechten. Aber noch nicht in Trophäengröße. Deshalb machen wir das natürlich noch extra dazu. Ja, und da kriegen wir direkt mal den Disconnect. So ist natürlich perfekt. So, da sind wir wieder zurück. Einmal kurz das Spiel neu gestartet. Also tut mir leid, ich habe jetzt natürlich den nicht im Kescher reingepackt, weil ich den noch hier im Trophy-Screen hatte. Das heißt, hier haben wir nur noch die grünen Ogerknochenhechte, die wir schon vorher gefangen hatten. Dumm gelaufen, aber immerhin haben wir den gesehen, dass wir den in der Hand gehalten haben. Gut, macht nichts. Wir gucken uns auf jeden Fall erstmal das Equipment an, was wir dafür benutzen werden. Das ist eigentlich gar nicht anders zu dem, was wir auch für die grünen Knochenhechte benutzt haben. Phoenix 150, Exterminator 5500, 023 geflochtener Pose. Okay, ich habe jetzt hier nicht die Leuchtpose genommen, sondern die normale breite Pose. Aber wir können auch die Leuchtpose nehmen. Auch gar kein Problem. 4-0er Haken, 60 cm tief und großer Schnittköder. Ihr könnt aber auch durchaus die Halloween-Köder nehmen. Also die habe ich dir noch mit, ja. Schweineauge, tote Mäuse, Shiner könnt ihr auch nehmen. Auch wenn ihr nicht Lachs, wenn ihr nicht Wels beisteht, geht das trotzdem. Ist überhaupt gar kein Problem. Ihr könnt damit auch die Trophäen Welse überlisten. Ja, genau. Und deshalb werden wir das auch so belassen. Ich werde das jetzt hier mit dem großen Schnittköder machen. Und dann werden wir damit schon hoffentlich noch ein auf Video bekommen. Wenn nicht, dann soll das auch egal sein. Das Problem, was ich jetzt ein bisschen habe, ist, dass wir natürlich Eventzeit haben. Und nach dem Event wird das wahrscheinlich wieder alles anders. Deshalb wollte ich erst kein Video dazu machen. Aber ich war gerade hier und dann haben den noch relativ viele gesucht, weil die den nicht gefunden haben oder nicht gefangen haben. Also habe ich gesagt, komm, mache ich jetzt ein Video während der Eventzeit und dann mache ich halt zur Not nochmal eins nach dem Event, denn ich weiß ja nicht, ob nach dem Event noch das Nachtangeln bleibt. Hier ist auf jeden Fall die Beißzeit jetzt natürlich hier total von der Rolle durch das Event. Obwohl die eigentlich gesagt haben, dass sich tagsüber nichts ändert an dem normalen Angeln. Weiß ich nicht, also die Beißzeit sieht schon für mich definitiv anders aus als vorher. Und ja, keine Ahnung. Also ich habe den tagsüber noch nicht gefangen, ich habe auch tagsüber wenig geangelt. Kann sein, dass der tagsüber auch zu fangen ist, aber wir werden es jetzt auf jeden Fall in der Nacht versuchen, denn da fängt man ihn auf jeden Fall und das ist ja noch ein paar Tage aktuell. Und sobald es dann was Neues gibt, dann machen wir halt noch ein zweites. Wetter müssen wir nicht drauf achten, denn wie schon in den Halloween-Videos gesagt, ist das konstant. Deshalb juckt uns das nicht, aber wir gehen hier jetzt zu diesem Spot und stellen uns einfach ins Wasser. Und jetzt machen wir einfach dasselbe wie bei dem grünen Ogerknochenhecht auch. Auswerfen. 13 Meter oder so. Ja, ich könnte auch auf 14 lassen, ist ja egal. Ich hole ihn meistens auf 13, weil er dann vor dem zweiten Baumstamm her schwimmt und nicht irgendwie dahinter durch oder was weiß ich. Also kriegen wir da nicht so viel Hänger. Wenn er denn überhaupt so weit kommt. Ja, und dann heißt es abwarten. Das ist einfach ein ganz normaler Beifang bei den grünen Ogerknochenhechten. Als ich die Mission gemacht habe, habe ich die halt gefangen, die Welse, und da waren dann auch Trophäenwelse dabei. Deshalb erstaunlich, dass der doch bei manchen anscheinend so selten ist. Denn normale fangen die ja auch. Kann natürlich sein, dass es da irgendwie spezielle Uhrzeiten gibt oder so. Also ich kann gleich mal nochmal zurückstellen auf 21 Uhr, weil ich den gerade um 21 Uhr gefangen habe. Und auch die grünen Ogerknochenhecht habe ich immer ab 21 Uhr beangelt bis, was weiß ich, bis 1 Uhr oder so. Und da waren dann durchaus immer welche dabei. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie speziell darauf geachtet, um wie viel Uhr das war. Wenn das jetzt hier um 22 oder 23 Uhr, was wir gleich schon haben, nichts mehr wird, dann kann ich natürlich nochmal einen Tag vorspulen auf 21 Uhr und guck mal, ob das vielleicht tatsächlich was mit der Uhrzeit zu tun hat.
Aber erstmal werden wir es ein bisschen so versuchen und gucken mal, was wir da an den Haken bekommen. Im Moment erstmal gar nichts. Ah, jetzt kommt was. Gucken wir mal, was wir da haken werden. Die 60 cm sind auch gar nicht so entscheidend. Ich habe gerade mal tiefer gestellt gehabt auf 1,10, 1,40, 1,60, weil ich dachte, dass ich da vielleicht die Knochenhechte vermeiden kann. Aber das ist mir leider nicht gelungen. Die habe ich trotzdem gefangen. Deshalb habe ich jetzt einfach wieder zurück auf 60 gestellt, weil das für unseren Erfolg keine Rolle spielen wird. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Wels am Haken. Aber ein Trophäenwels glaube ich nicht. Nee, nur einen normalen Flachkopfwels, 9,4 Kilo, packen wir trotzdem ein. Ich habe jetzt natürlich die Routen hier, boah, ich kann euch nicht mal sagen, was sie für eine Levelvoraussetzung haben. Aber ich kann euch versprechen, wenn das Event dann vorbei ist und wir das zweite Video machen zu den Fangzeiten, dann kann ich gerne mal Equipment nehmen, was man auch mit Level, boah, lass mich nicht lügen, 14. 13, 14, irgendwie so um den Dreh müsste man ja hier hinkommen, nach North Carolina. Und da kann ich mir dann mal angucken, was man da als bestes Equipment zur Verfügung hat. Und dann kann ich das benutzen, um auch zu zeigen, dass man die Trophäenwälse auch mit dem Equipment fangen kann. Das habe ich jetzt leider nicht mit. Deshalb müssen wir das jetzt hier mal mit dem Standard-Equipment machen, was ich in den letzten Videos immer hatte. Und dann machen wir das mit dem anderen, sobald sich die Beißzeiten wieder an normale Faktoren halten. Ist natürlich auch ein bisschen blöd, wenn die das Nachtangeln rauspatchen, dass das Video irgendwie nur 4 Tage aktuell ist oder so. Aber gut. Besser als gar nicht. Einer von euch hatte gefragt, ob ich das euch zeigen kann, dass wie man von Level 8, beziehungsweise wie man bei Level 8 am besten Geld farmt. Die einen von euch werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und dem wahrscheinlich darunter schreiben, dass er sich mal meinen Kontostand angucken soll, denn ich war selber nie der Reichste hier. Also von Geldfarmen habe ich nie viel gehalten. Fand ich mal langweilig. Aber gut, wenn ihr es machen wollt, dann könnt ihr das natürlich machen, aber ich glaube, da gibt es kein großes Geheimnis. Also, ich würde es einfach mit Forellen dann tatsächlich versuchen. Ich glaube, Level 8 ist mittlerweile Colorado freigeschaltet. Das haben, ich weiß gar nicht, ob die das runtergesetzt haben oder ob das schon immer Level 8 war. Ich erinnere mich da nicht mal dran, schon so lange her. Aber da auf jeden Fall Forellen farmen. Und dann kommt das mit dem Geld schon ganz alleine. XP gibt es da auch. Also sollte das kein Problem darstellen. Jetzt haben wir einen Knochenhecht an der Angel. Wir können natürlich auch gerade zu Events. Okay, mit Level 8. Weiß ich nicht, ob man da die Knochen. Ja, müsste man. Ja, weiß ich nicht. Müsste halt ausprobieren, ob die Knochenhechte in Missouri rausbekommt. Weil da sind die Reisekosten natürlich extrem gering. Die Tageskosten sind noch viel geringer. Und so ein Knochenhecht bringt über 100 Dollar. Also wenn ihr Geld farmen wollt, dann auf jeden Fall da im Moment. Ist natürlich nach dem Event vorbei, aber noch habt ihr da die Chance. Und ansonsten New York, ja gut. Zander beißen jetzt nicht ganz so häufig. Hechte könnt ihr da durchaus angeln. Die beißen eigentlich zügig. Aber ich habe jetzt nicht im Kopf, ob die mehr bringen als Forellen. Ich würde es bei Forellen belassen, weil die einfach häufig beißen und viel bringen. Und sobald ihr dann woanders hin könnt, schaut euch da um. North Carolina ist auch ganz gut. Besonders wenn die Wälse hier bleiben, das wäre natürlich dann ein Traum, aber wie gesagt, da müsst ihr euch dann von Level 8 noch ein bisschen hochhangeln. Deshalb Geldfarm ist gar nicht mal so wichtig am Anfang. Für einen vielleicht schon, weil er direkt alle
Unlimited-Lizenzen kaufen will. Ich kaufe mir mal Tageslizenzen. Keine Ahnung, ich bin irgendwie zu faul, um das Geld hier an Land zu ziehen, um mir die scheiß unendlich Lizenzen da zu kaufen. Ich kaufe mir da Lizenzen, wo ich gerade angel und komme damit auch aus. Also halb so wild. Hier kommt erstmal der nächste Biss. Gucken wir mal, ob das ein Wels ist. Wenn nicht, dann drehe ich mal auf 21 Uhr zurück. Beziehungsweise fort auf den nächsten Tag. Und dann gucke ich mal, ob wir da noch eine Trophäe bekommen. Die sind halt nicht ganz so häufig. Aber man fängt ab und zu immer mal ein zwischendrin. Was gezielteres habe ich im Moment noch nicht gefunden. Habe aber auch nicht wirklich gesucht. Wie gesagt, ich habe die nur als Beifang immer gehabt. Während der Session auf die Hechte. Beziehungsweise während der Mission. Und deshalb noch nicht viel hier versucht. Danach bin ich direkt abgehauen nach Florida zu den nächsten Hechten. Und dann jetzt erst wieder hierhin zurück. Aber alle paar Flachkopfwelse fängt man dann auch mal ein Trophäenwels. Das hier ist auch wieder nur ein normaler Flachkopfwels mit 9,5 Kilo. Aber auch den packen wir natürlich ein. Da stelle ich mal kurz auf 21 Uhr. So, gucken wir mal, ob es an der Uhrzeit liegt. Also jetzt schon hier $300 mit. Wie viele Fische habe ich gefangen? 1, 2, 3, 4, 5. Ist jetzt zwar nicht Level 8, aber auf jeden Fall, wenn ihr dann hier erstmal seid. Okay, die Knochenhechte, die sind dann nicht mehr da, aber die Welse sind natürlich immer noch da. Also könnte sich das sogar noch lohnen. Die Schwarzbarsche natürlich hier auch. In Trophäengröße auch vorhanden am anderen Spot. Dazu gibt es natürlich auch ein Video schon irgendwo in der Playlist. Die Nummer weiß ich natürlich nicht aus dem Kopf. Denn wir sind tatsächlich schon bei Folge, lass mich nicht lügen, das hier ist 54, musste das glaube ich sein. Also schon ordentlich viele Fishing Planet Folgen. Schon mehr Folgen als Fische im Spiel. Frage mich, was ich immer doppelt gezeigt habe. Wobei war natürlich vorher Closed Beta und dann die ganzen einzigartigen und keine Ahnung. Da kommt schon eine Menge zusammen. Jetzt gab es natürlich auch immer viel zu zeigen mit dem ganzen Update und was weiß ich. Halloween-Event kam dann direkt danach. Also da hatte ich immer gut Material. Und das hier, wenn wir Glück haben, könnte das einer sein. Der sah zumindest vom Ausschlag her ganz gut aus. Auf der Powerleiste. Also gucken wir mal, wenn wir den ausgedrillt haben, was wir da an Land ziehen. Vielleicht ist auch ein Knochenhecht nur, aber der bleibt zumindest schon mal länger unter Wasser und kommt nicht an die Oberfläche, um da so eine Bahn zu ziehen. Also müsste das eigentlich ein Wels sein und der hört sich auch ein bisschen stärker an. Vielleicht auch wieder nur Einbildung, aber noch haben wir die Hoffnung. Gleich wissen wir es auf jeden Fall. Noch 5 Meter, 4 Meter und dann sehen wir ihn auch schon. Ist auf jeden Fall, boah, habe ich nicht gesehen. Müsste ein Wels sein. Und da meint tatsächlich den Flachkopfwels in Trophäengröße 19,4 Kilo. Also vielleicht liegt das tatsächlich an der Zeit, dass man die um 21 Uhr fängt. Die letzten meinen jetzt auf jeden Fall um 21 Uhr irgendwas. Man munkelt. Aber wie gesagt, an die anderen kann ich mich halt überhaupt gar nicht erinnern. Deshalb kann ich es nicht mal sagen. Den packen wir jetzt schnell ein, bevor ich hier wieder einen Disconnect habe. Das wäre natürlich ärgerlich. Gucken wir noch schnell, was der bringt an Geld. $117 immerhin. 210 XP haben wir gerade schon gesehen. 1,45 Meter, gar nicht so schlecht. Für einen Wels. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch einen um 21 Uhr fangen können. Immerhin haben wir jetzt schon mal einen auch nochmal auf Video gefangen und nicht nur kurz den Ausschnitt am Anfang gesehen, bevor mir das Spiel abgeschmiert ist, was übrigens nicht am Spiel lag, sondern tatsächlich mein 24-Stunden-Disconnect war. Ich hätte schwören können, ich habe den gestern früher gelegt.
Wobei ich hatte gerade schon mal einen. Ich glaube, das war einfach ein zweiter. Da war mein Internet kurz weg wahrscheinlich. Also, kein Versagen vom Spiel her, sondern von meiner Leitung. Aber gut, hat jetzt trotzdem geklappt mit den Trophäen. Wälz deshalb halb so wild. Gestern schon mit dem Trophäenlachs geklappt, heute mit dem Trophäenwels. Langsam wird's unheimlich. Da brauche ich bald im Voraus gar keinen mehr fangen, weil ich hier einfach in der Aufnahme immer fangen werde. Und das hier. Boah, hört sich fast schon wieder so an, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass wir zwei nacheinander fangen. Vielleicht auch ein Knochenecht wieder. Und ja, tatsächlich, der Knochenecht ist es. Deshalb hört er sich an, beziehungsweise stärker an als ein normaler Wels. Denn der hat ja auch nochmal ein paar Kilo mehr auf den Rippen. Aber die haben wir halt als Beifang. Ich bin schon echt gespannt, was hier kommt, wenn das Event vorbei ist. Ob dann hier in North Carolina auch noch normale Knochenechte am Start sind. Oder ob die Florida vorenthalten bleiben. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Erstmal müssen wir den jetzt hier noch rausholen. Da haben wir ihn. 12 Kilo und weg mit dir, denn dich wollen wir gar nicht haben. Aber im Kescher darfst du trotzdem wohnen. Ich frage mich natürlich auch immer, was man für so einen Kescher hier in der Tasche hat, dass da solche Fische reinpassen. Alles so Meterfische und wir kriegen da locker, boah, lass mich nicht lügen, 7, 8 rein. Je nachdem, was wir da für welche fangen. Da braucht man schon ein halbes Fischerboot, würde ich sagen. Mit einem Schleppnetz, um die da reinzupacken. Und da zieht der nächste ab. Also die Bisse kommen ja auf jeden Fall Schlag auf Schlag. Daran scheitert es schon mal nicht. Und wie gesagt, wenn ihr das einfach so durchzieht und geduldig seid, dann kommt auch irgendwann der Trophäenwels. Müsst ihr halt vielleicht mal die ganze Nacht durchangeln, um die Zeiten rauszufinden. Aber jetzt können wir auf jeden Fall schon mal bestätigen, dass die um 21 Uhr beißen. Ob es noch andere Zeiten gibt, weiß ich nicht. 10,4 Kilo ist auch gar nicht so schlecht. Aber halt keine Trophäe. Deshalb immer schön weiter versuchen. Und vielleicht noch eine fangen. Einer von euch hatte gefragt, ob ich, boah, wie heißt es, Eurofishing oder so zeigen werde. Das ist ja, glaube ich, schon ein paar Monate raus, nicht, aber in der Early Access gewesen. Und das kam jetzt am 2. raus, also gestern. In der Vollversion, glaube ich, sogar schon. Aber ich bin noch unschlüssig, weil das ist halt dieses Dovetail-Angel-Dings gewesen. Ich weiß nicht, ob einige das von euch kennen. Und da konnte man in der Closed Beta halt nur Karpfen angeln. Und jetzt ist es nicht viel mehr. Immer noch hauptsächlich Karpfen. Dazugekommen ist, glaube ich, die Schleie, das Rotauge, Brassen sind dazugekommen und der europäische Wels. Das würde mich natürlich noch ein bisschen reizen mit dem Wels. Deshalb bin ich gerade mit mir so am Hadern, ob ich mir das hole, weil 20 €, wenn man hier auch Fishing Planet spielen kann, wo man viel mehr Auswahl an Fischen hat und an Locations. Ich glaube, Dovetail Fishing hat 5 Seen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber muss ich mal gucken. Auf jeden Fall auch ein Pluspunkt von Dovetail ist, dass sie Multiplayer anscheinend haben. Ich weiß nicht, ob der schon wirklich ausgereift ist, aber man soll tatsächlich Competitions spielen können im Multiplayer-Game. Und auch so, dass man halt die anderen dann wirklich sieht. Also hier ist ja auch quasi Multiplayer, man kann halt miteinander chatten.
Aber da stehen ja dann auch halt neben einem. Da kann man irgendwie so Angelplätze für sich beanspruchen, an denen man dann angelt. Und die anderen können dann nicht dahin. Ist eigentlich ganz gut gelöst, weil ich mich hier auch schon gefragt habe, wenn jetzt hier echter Multiplayer kommt, wie die das lösen wollen. Ich sag jetzt hier, stehen hier 20 Leute am Gewässer. Ob die jetzt hier alle ineinander stehen und sich hier die Route an den Kopf kloppen oder keine Ahnung, ob die irgendwie ein Gebiet zugewiesen bekommen. Ist auf jeden Fall eine Frage, die die mit Sicherheit zu lösen haben und auch irgendwie lösen werden. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Aber bis das soweit ist, wird es wahrscheinlich noch dauern. Und hier haben wir nochmal einen Flachkopfwels. 9,7 Kilo. Und noch ein Wurf. Und dann gucken wir mal, was wir noch hier rausholen. Ja, bin ich mal gespannt, wo die daran jetzt arbeiten. Nach dem Event hier wird mit Sicherheit noch wieder irgendwann ein Patch kommen, auch mit neuem Content. Fragt sich halt nur wann. Aber die werden mit Sicherheit fleißig weiter dran arbeiten, dass hier bald was Neues kommt. Grundangeln wäre natürlich auch noch richtig nice, besonders für Welse oder so oder Michigan, das ist natürlich auch tief der See. Und hier haben wir noch mal einen Fisch. Und gerade wenn das so tief ist, dann bietet sich das Grundangeln natürlich extrem an. Also kommt das hoffentlich bald. Ich denke auch nicht, dass das so schwer zu implementieren ist, wenn man schon quasi das Grundgerüst hat mit Pose und Wobbler und keine Ahnung, anderen Ködern. Das denke ich ist dann nicht mehr so das Problem. Also wird das wahrscheinlich gar nicht mal allzu weit entfernt sein. Und hier können wir tatsächlich nochmal ein Trophy dran haben. Oder es ist ein Alligatorhecht. Es ist ein Alligatorhecht, alles klar. Deshalb macht er so einen Rabatz. Dann drillen wir den nochmal schnell aus. Und da ist er auch schon. 12,6 Kilo. Packen wir ein. Und dann würde ich sagen, soll es doch schon mal gewesen sein für heute. Wir haben den Trophy-Wels gefangen. Also Ziel erfüllt. Jetzt wisst ihr, wie es geht. Wie gesagt, ist halt nur eine Frage der Ausdauer. Beißt nicht immer direkt. Aber wenn ihr das so durchzieht, dann kommen die auf jeden Fall. Versucht es auf jeden Fall um 21 Uhr. Vielleicht liegt das tatsächlich an der Uhrzeit. Und dann wünsche ich euch dabei viel Glück. Wir sehen uns dann in den nächsten Tagen wieder. Was wir dann machen, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall kommt natürlich noch das Flachkopf-Wels-Video, sobald das Event vorbei ist, zu den normalen Uhrzeiten. Wenn das Nachtangeln überhaupt rausgepatcht wurde, aber ich werde auf jeden Fall noch eins dazu machen mit der Ausrüstung, die ihr dann ab Level, was auch immer das Level ist, was man hier hat, wenn man ankommt, mit der auf jeden Fall machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn ihr Bock habt. Und bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und wünsche euch Petri Heil und bis zum nächsten Mal.